Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Pauli Bridge. Ja, ich bin auf ein ganz anderes Ergebnis gekommen. Ein richtig simples eigentlich. Ja, ich sag's euch. Hier ist die Straße runtergebaut, einen kleinen Kreis gebaut und hier Holz. Für die habe ich gerade, ich glaube, 5 Minuten gebraucht. Zum Überlegen, was ich da machen könnte. Und so sieht das Ergebnis aus. Perfekt. Warum bin ich gestern nicht gleich drauf gekommen? Naja, egal. Ich werde älter. Gut, dann schauen wir uns die nächste Brücke an. Das war, glaube ich, die beiden fahren erst los, dann kommen die beim Boot und dann fährt der da rüber. Doch, wieso war das? Das so richtig ist. Mir fällt sonst nichts anderes ein. Holz. 95.000. Ach, ich habe ja genug Geld. Dann ist es bestimmt so richtig. Okay, aber wie kriege ich den jetzt so weit hoch, dass die dummen Boote da nicht gegenfahren? Ich glaube, ich mache hier so ein Dreieck rein. Da ein Split, da ein Split. Ich würde mal sagen, das sieht gut aus. Das wird bestimmt klappen. Hoffe ich zumindest. Gleich kommt noch die Hydraulik rein. Hydraulik. Immer die hier. Bei dem auch den dritten. Ach. Er darf doch da gar nicht so hoch gehen. Er müsste hier so hoch gehen. Aber der ist sowieso gerade nicht durchgekommen. Na gut. Ich glaube, da mal einen Stahlträger rein. Haben wir noch ein bisschen Geld. Okay, jetzt knallen wir da ein Stahlträger rein und da einen. Ist jetzt übergebrochen. Der ist jetzt einmal hier gebrochen. An
einmal. Die Straßen. Doch nicht, die brechen jetzt. Och Mensch. So, jetzt aber. Ich würde mal sagen, das ist richtig fies. Das ist ja fies. Also, ich muss das jetzt machen, dass die Straße so. Oh. Dafür konnte ich mir das aber auch schon denken. Aber ich wollte es nicht glauben. Aber soweit sieht das doch eigentlich gar nicht mehr so verkehrt aus oder so schlecht aus. So, wie mache ich das? Erstmal weg. Straße. Auch gut. Holz. Bei denen, der kommt da. Bei denen ist. Bei dem machen wir es einfach so hier. Stahl. Das wird bestimmt ein bisschen teuer. Die Brücke kann das Bötchen da gleich ruhig wegfahren. Das ist nicht schlimm. Nur nach vorne müssen wir gleich, muss noch was einfallen lassen. Naja, okay, man kann ja auch hier ein bisschen Geld sparen noch. Aber ob der jetzt da rüberkommt? Nee. Dann machen wir hier Holz rein.
Ja. Bisschen Spaß. Und weiter hinten. Können wir auch sparen. Machen wir auch Holz rein. Jetzt kommen wir da ran. Was machen wir hier? Die Brücke muss auf jeden Fall nach oben. Also bringt der Split nichts, muss der da rein. So, bricht er jetzt immer noch ab? Ich hoffe es nicht. Doch, immer noch. Dann machen wir es ein bisschen anders. Dann machen wir hier sozusagen einen kleinen Sprung hin. Wieder rausnehmen. Machen das so. Ich hoffe, der schafft das. Der LKW. Ne, der heißt Brücke weg. Dass wir die Brücke hier vorne noch irgendwie hochkriegen. Ich würde sagen, das können wir machen. Indem wir hier Hydraulik reinsetzen, anstatt Stahl. Und überall auf höchste Belastbarkeit. Oder höchste Belastbarkeit. Auf dem höchsten Hub. Dann müsste es eigentlich klappen. Nein. Aber jetzt passt auf. Jetzt müsste es besser klappen. Okay. Die Hydraulik darf ich nicht reinbauen. Ah, und dann bricht das ab. Aber jetzt, come on. Ja. Okay. Okay. Ist nicht ganz so fein. Der kommt da auch gar nicht hoch. Also
Also daher müssen wir jetzt hier ein bisschen runter machen. Da müssen wir uns gleich auch noch was einfallen lassen. Das klappt zwar jetzt wieder nicht, aber ich hoffe. Schreibt mir um diese Zeit eine Nachricht. Wie kriege ich das hin? Kein Plan. Obwohl, warte mal. Doch, hier. Holz. Machen wir den wieder rein. Ach, mal Crit wieder rein. Stahlträger rein. Und hier eine Hydraulik. Und den größtmöglichsten Hub. Machen, den Hub auf voll lassen. Was passiert dann? Nee, geht er nicht mehr ganz so hoch. Mal die Stange, ja. Also, die Hydraulikstange ist ja dann viel kleiner. Hier auch noch eine Hydraulik reinsetzt. Oh. So, so, so. Ich kann noch hoch machen. Ein bisschen stabiler. Den einen nach rechts. Nee. Gut, lass mal so. Okay. Ha, wird es trotzdem geschafft. Können wir wenigstens mal schauen, wie weit der hochgeht. Oh. Noch ein ganz bisschen fehlt. Und der muss ganz bisschen zurück. Dann machen wir 35. So.
nicht. Hier auch noch so eine Stange reinsetze. So ein Stahlträger. Setze hier auch eine Hydraulik rein. Den höchsten Hub. Und. Nee, der sieht da doof aus. Und den. So weit. Und den mit den höchsten Hub. Oh, ich glaube, die bricht vorher ab. Ja. Komm, dann knallen wir hier nochmal Stahlträger rein. Nein, oh Mensch. Wie soll ich denn das fest? Warum hat das die ganze Zeit gehalten, nur jetzt nicht? Ist das jetzt so wackelig? Setz ich da mal ein Holzstück rein. Jo, das war so wackelig. Ja dann. Na. Welcher war das? Der hier, ne? Ja. Stahl. Och, nee. Das kann doch nicht wahr sein. Diese Hydraulik ist an der falschen Stelle. Nein. Noch ganz bisschen höher. Also den hier nicht höher, sondern den da höher, irgendwie. Also ich fand schon mal, das war eine sehr gute Idee. Ich bin auch ziemlich weit gekommen, sag ich jetzt mal. Ich schaue jetzt gerade nur mal nach, ob der überhaupt diese Höhe hier schafft. Sonst muss ich ja sowas Ähnliches wie einen Fahrstuhl reinbauen. Dass mir das auch erst so spät auffällt, ne? Aber ich denke mal schon. Müsste das schaffen. Nee, schafft er nicht. Also müsste ich für ein zweites in einem Fahrstuhl bauen. Dann ist ja. Das hier. Shit, egal.
Wie kriege ich den da drüber? Oder was heißt da drüber? Da hoch. Links und rechts, die kommen in der Mitte an. Das schaffe ich. Da habe ich ja keine Bedenken. Okay, das hier hinten müsste ja auch so passen eigentlich. Man könnte vielleicht sogar das hier noch wegnehmen. Das kann ich ja noch nicht ausprobieren. Weil ich krieg den ja nicht hoch. Den LKWB. Woran habt ihr gerade gedacht? Naja. Lassen wir mal. Das. Okay, dann schauen wir nochmal hier nach. Braucht da einen Fahrstuhl? Weiß nicht, wie ich den da rüber kriege. Ah, der bricht jetzt gleich ein. Das war ja klar. Jetzt bricht er nicht mehr ein. Warte mal. Wenn ich da einfach jetzt so hier was reinbauen. Ja, ich weiß. Was reinbauen? Und dann jetzt einfach mal hier Hydraulik nehmen. Ich glaube, ihr wisst, was ich vorhabe, oder? Schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr wisst, was ich vorhabe. Aber ich glaube, es geht ja erst Hydraulik los und dann Pfannbutter. Mensch. Ah. Holz ist ein Stück länger wie Straße. War es damals nicht alles gleich lang gewesen? Damals, das hört sich an. Naja, das war mir klar. Das war mir schon klar. Hydraulik.
wäre mir auch klar. Dann machen wir weniger. Ah, nee, den nehmen wir nicht. Doch, den müssen wir nehmen. Dann machen wir 25, dann machen wir 20. 20 ist eine gute Zahl. Und machen wir da noch machen. Der ist nochmal getrennt von dem. Stahl. Guti. Das Schiffle fährt schon mal. Das Schiffle fährt schon mal nicht den Stahlträger weg. Das war so viel des Guten. Ach, 41. Müsste, glaube ich, passen. Hoffentlich. Nein! Immer noch weniger. Immer noch weniger. 30. Und das ist 38. Komm schon hierzu. Nein, warum haut dann einfach da? Komm, zieh mal einen Stahlträger rein. Oh, jetzt muss ich 4000 Dollar unterkriegen. Obwohl, wenn ich die untere Leiste, die untere Holzleiste runterziehe. Ja, das ist doch schön hier. Ich
Regierung. Können wir den jetzt hier ganz runterziehen? Ja, vielleicht nicht ganz. Aber so, dass sie weiterbauen kann. Holz. So. Warum kommt er da nach Tau? Wenn ich da jetzt so eine kleine Straße reinbaue. Nee, warte mal, nach oben. Der hier in der Mitte noch. Warum eigentlich der? Hey. Oh, ich habe hier noch ein bisschen Geld. Alles mit Holz aus besser. Ja, mit Stahl aus besser. Probiere ich mal das bisschen weniger. Ach, so. So, wenn 37. Bei 38 ist er kaputt gegangen. Dann muss doch jetzt 37 passen. Überlege. Jetzt? Kommt schon. Nein! Ach, Menno. Menno. Jetzt mal hier nochmal einen Stahlträger rein und machen nochmal Play und machen ein bisschen schneller hier. Okay, gut, dann setzen wir hier auch nochmal ganz schnell einen Stahlträger rein. Ah, wir haben noch ein bisschen Geld, setzen wir hier auch gleich noch einen Stahlträger rein. Haben immer noch Geld, setzen wir hier auch nochmal einen Stahlträger rein. Haben immer noch Geld und dann setzen wir hier auch nochmal einen Stahlträger rein. Aber jetzt, komm schon. Jetzt darf doch kein Problem mehr kommen. Bitte, bitte, bitte. Der fährt die Straße nicht hoch. Egal was komme. Leider sieht man da auch nichts. Obwohl, warte mal. Da. Das ist die ganze Zeit das Problem. Die Stoßstange kommt gegen der Straße.
Straße muss also da unten anfangen. Aber wenn ich von da so hoch baue, ist es immer so steil. Die Hydraulik geht erst los. Dann fahren die Boote. Erst die Hydraulik, dann die Boote. Was für ein Heck. Na komm, den ändern wir auch nochmal. Wir brauchen ein bisschen Geld. Okay, gut. Dann du mich kann mal so und ich setze jetzt hier so. Ne? Ihr wisst schon. Da ist gebricht. Okay, okay. Aber es klappt schon mal so, wie ich es gerne hätte. Nice. Jetzt ein bisschen langsamer. Jetzt müssen wir schauen, was wir alles ausbessern. Also ich glaube, den könnte man wegnehmen. Der ist kaputt. In 36. Wenn wir den wegnehmen, was passiert? Weiter, weiter, brav weiter. Ja, der schafft es. Yes, ich hab's geschafft. Belastbarkeit auf 100,4%. Perfekt. So, und schauen wir uns die nächste Stufe an. Und das war, oh, das war das mit den 6 Autos. Erst die, dann Boot, dann die. Okay. Also muss ich mal sagen. Ja. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.